Hallo Leute, ich wollte euch kurz mal zeigen ein Problem, was öfters auftritt bei Dekupiersägearbeiten. Und zwar meistens dann, wenn das Sägeblatt zu lange drin bleibt in der Maschine und es abgenutzt wird, dann kann es zu Verbrennungen kommen. Früher als Kind haben wir bei der Laubsäge einfach mal über den Sägeschnittstrich zum Beispiel Kernseife gerieben, damit das Sägeblatt leichter durchgeht. Das ist jetzt hier so in der Art nicht möglich. Und manche verwenden halt irgendwie Folien oder Klebebänder drunter, aber das ist aus umwelttechnischen Dingen meinerseits, also meiner Meinung nach, ein bisschen bedenklich. Also wie gesagt, ich habe hier jetzt ein Sägeblatt verstumpfen lassen. Das ist jetzt so weit gegangen, dass diese Fläche hier verbrannt ist, also angekokelt, braun geworden ist. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, ich zeige euch mal, wie wir das hinkriegen können. Ich habe mir hier schon was vorbereitet gehabt. Das kann man aus Leinen vielleicht sogar noch besser machen, aus Leinen Schleifpapier. Ich habe hier jetzt mal ein einfaches Trägerpapier, ein 120er. Das ist in etwa so lang wie ein Laubsägeblatt, ein bisschen länger, das kann ich ja immer noch kürzen. Was mache ich damit? Ich habe eine Lochzange, die kann ich jetzt hier lochen. Ich kann aber auch noch gleich gerade schneiden, die Enden. Also das habe ich jetzt schon mal gelocht, wie man so sieht. Das hier auch. So. Ein bisschen noch begradigen. Ja, und ob das hält und wie das funktioniert, sehen wir mal in Nahaufnahme. Okay. Es gibt unterschiedliche Sägeblattklemmen. Und zwar vom Abstand her gibt es auch sogar 1 mm Klemmen, aber auch die normalen, die kann man jetzt, wenn ich hier jetzt so rausschraube, kann ich das einfügen und dementsprechend durch das Loch durchführend diese Schraube. Und dann habe ich eine größere Klemmfläche. So, das kann ich jetzt einmal hier, kann man jetzt auch nicht mehr sehen, kann ich einmal kurz festziehen. So, das ist jetzt einmal fest hier. Und dann dementsprechend kann ich es einsetzen und nur hoffen, dass es dann dementsprechend auch hält. Ich schaue mir das jetzt mal an. Diese Klemme ist eine Sonderklemme. Inwieweit ich diese nutzen kann, ich glaube, ich tausche diese auch mal aus. Denn die spannt ja nur bis zur Hälfte, wie man so sieht. Der Schlitz geht also da nicht durch. Das heißt, ich nehme mir mal diese hier. Hier habe ich einen Sterngriff und damit kann ich das Ganze dann auch befestigen. So, Sterngriffschraube muss jetzt da ihren Weg finden. Ich gucke jetzt mal. Jetzt müsste es durchgehen.
Also ich nutze jetzt dieses Schleifpapier. Es ist ein Papier, also kein Schleifleinen. Ohne Trägermaterial, das heißt, ich habe da kein extra Holz oder Metall dahinter. Und jetzt könnte ich auch mal gucken, wie es funktioniert. Leider habe ich es jetzt so eingespannt, dass man nicht gleich das Ergebnis sieht. Das heißt, ich muss die Kamera umstellen, weil dieses auf dieser Seite schleift. So, dementsprechend kann man jetzt hier die Schleifleinen erkennen. Die verbrannten Stellen ebenso. Eine Schutzbrille wird noch aufgesetzt. Staubsauger natürlich anschließen. Dann kann ich mal versuchen, um zu sehen, ob das gut funktioniert. Ich mache erstmal kleine Touren. Ja. Also man sieht den Unterschied, ja. Aber ich denke mal, die Arbeit könnte man sich auch sparen, wenn man rechtzeitig ein neues Sägeblatt einsetzt. Fazit: Es lässt sich sehr gut arbeiten. Das Schleifmittel mit Papierträger ist nicht gerissen, dank der großflächigen Bespannung hier. Also ich habe nicht nur mit der Spitze eingespannt, sondern über ganze Fläche. Und dementsprechend dürfte das gut gelingen, auch in anderen Fällen. Das heißt, ihr braucht einfach nur das Ganze zu lochen hier. Und Schleifpapier sollte nicht zu grob sein, damit es noch reinpasst.